So, ach, hier mussten wir durch. Ah, ich weiß jetzt, die hat diese Rakete da reingemacht, reingeschmissen. So war das. Ja, ich guck's mir nachher an. Vielleicht weine ich dann in mein Kissen. Glaube ich noch gar nicht wissen. Ist es Dr. Who? Wer ist es Dr. Who? Dann flippe ich richtig aus. Nein, ich muss es mir auch noch holen. Aber warum wackelt denn mein Kopf schon wieder? Ich habe das doch ausgestellt. Verstehe ich nicht, aber gut. Halt, ich weiß nicht. Jetzt. Hin. Fällt mir irgendwie gerade nicht von den Einstellungen her. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Leute vom Mediamarkt haben von nix eine Ahnung. Ich wollte gestern einen Adapter für meine SD-Karte kaufen. Macht doch was. Geht nicht. Und der Mitarbeiter meinte, ich habe keine Ahnung, ob wir das haben und ich soll ihn zu einem Regal folgen, wo er mich stehen ließ. Und ich musste selber schauen. Oh, na, das ist ja auch geil. Das ist ja so richtig, so richtig nett von dem Mitarbeiter. Dieses Gewackel, das geht mir so auf die Nerven von dem Spiel. Es macht mich richtig fertig hier. Spiel, du machst mich echt fertig. Wir müssen irgendwie in den Zug kommen. Frage ist nur, wie? Ich habe auch mal bei Mediamarkt nach einem Adapter gefragt. Ich so, ja, haben Sie das da? Und der so, was ist denn das? Hä? Du arbeitest doch hier, um schon wissen, was du verkaufst. Was ist los? Komme ich nicht hoch? Ich habe es dann gefunden. Hey, ich sag, das ist es übrigens. Ah, okay. Hier irgendwas? Habe ich es für 8 bekommen. Das ist halt. Also. Das finde ich halt dann schon ganz schön frech. Ne? Solche Sachen. Ich versuche auch immer irgendwie die Läden zu unterstützen. Und nicht so viel bei Amazon und so weiter. Aber. Wenn ich in einen Laden gehe. Ja. Ich nehme jetzt mal das Thema Brettspiele. Ich spiele sehr gerne Brettspiele. So. Und das Brettspiel kostet im Laden. Wie viel waren es? Ich glaube 60 oder so. 55 bis 60. Und bei Amazon kostet es 40. Im Angebot sogar 35. Sorry, Leute. Da dürft ihr euch nicht wundern, dass man da kauft.
Ja, es ist halt leider so. Also, es tut mir leid, aber sehe ich irgendwo nicht ein. Das ist wie mit Schattenhöhlen, also diesen Sleep Star. Ey, ich zahle keine 13 Euro für so eine scheiß Packung, ja? Das fand ich, obwohl das stimmt nicht. Bei meinem Kartendealer des Vertrauens, da kosten die, glaube ich, die Hälfte. Und wenn ich, der ist irgendwo in meiner Heimat. Und wenn ich hier in meinen Lieblings-Fantasy-Laden gehe, dann zahle ich einfach mal 13 Euro. Ja, sag mal, habt ihr eine Macke oder was ist denn los mit euch? Ja, ich möchte aber die besonderen Green. Ich möchte nicht die normalen, durchsichtigen. Ich möchte die besonderen haben. Die mit Weiß hinten. Hier wurden die Waffen transportiert. Wurde hier vielleicht sogar draus geschossen, oder? Sieht so aus. Wir haben hier einige Einschusslöcher. Ja. Sehr wahrscheinlich. Okay. Na, ob das gut geht? Okay, ich dachte, das Ding fällt jetzt runter. Hier unten ist auch gar nicht mehr so viel Schnee, ne? Wir sind auf Ebene 2, da ist es nicht mehr ganz so vereist und voller Schnee. Ist eine reingeschmeckte Schwäbin. Ihr habt mich schon so an das Schwabenland gewöhnt, meine Güte. Seit 20 Jahren, über 20 Jahren wohne ich schon hier. So, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin. Für meinen Lieblingsdeck werde ich mir irgendwann auch noch farbige Sleeves holen. Aber bei meinem Kartenverbrauch aktuell. Du könntest dir natürlich auch so einen Ordner holen, wo du die Karten reinsortierst. Wo dann die drin sind, die du nicht so brauchst, um mich fertig zu machen. Und liegt auf mich fertig machen. Dir sei verziehen. Danke. Bin gerne im Schwabenland. Schwabenland ist schön. Obwohl Brandenburg ist auch sehr, sehr schön. Nach dem Schwabenland ist Brandenburg mein liebstes Bundesland. Es hat so schön. Es hat einfach eine schöne Landschaft. Ist halt nix. Da können wir noch hin. In Brandenburg habe ich auch öfters Wildtiere gesehen wie hier. Da bin ich mal mit meinem Hund spazieren gegangen. Und wirklich, wir laufen Richtung Feld und es steht einfach am Straßenrand stehen zwei Rehe und fressen Gras. Und gucken mich an, als ich kam. Und ich dachte nur so, okay, ich lasse euch schon in Ruhe. Das sind so die schönsten Erlebnisse, die ich mit diesem Bundesland habe. Einfach so, dass du da halt so. Ja, ich sehe gerne Rehe und Füchse. Das Einzige, was nicht so schön war, waren die Wildschweine, die ich mal früh morgens gesehen habe. Am Dorfrand, am Dorfeingang haben sie gewühlt. Was machst du in meinem Viertel? Also ungefähr. Sinn, wenn wir da hochgehen.
Dachte, wir müssen hier irgendwo lang. Ja, anscheinend müssen wir doch da hoch. Ne? Was? Ja, okay, wir müssen da hoch. Ich dachte, wir müssen. Ach, hinter mir. Da hoch. Ah, sieht schon. Also. Vier, Ebene 4 sieht schon sehr militärisch aus, ne? Ebene 2, Entschuldigung. Ebene 2 sieht schon sehr militärisch aus. Ich glaube, hier haben sie die. Hier war die Militäreinheit sozusagen, was wir am Mittwoch gelesen hatten. Für den Schwaben gezogen ist Ausbildung. Ausbildung, ganz einfach. Also da gibt es keine große Story oder so. Das war einfach nur Ausbildung. Bei mir gab es halt nichts Gescheites. Oder sehr wenig. Nichts Gescheites ist falsch gesagt, sehr wenig. Also wenn man da jetzt eine richtig tolle Geschichte erwartet hat, die gibt es halt einfach nicht dazu. Bin halt sehr früh schon hierher gezogen. Ich hatte nicht mal Sommerferien. Ich hatte 2 Wochen Sommerferien und dann musste ich da arbeiten. Das war so bitter. Und alle meine Freunde konnten es noch genießen. Ja, so war das. Und dann war ich halt noch irgendwie, hatte ich halt keine Freunde hier. Das war schon, Anfangszeit war sehr, sehr hart hier. Das war echt heftig. Man hat's überlebt. This is the right room, isn't it? Die ist nicht da, ne? Die ist nicht da. Das die ist nicht da. Die vom Kontrollraum ist nicht hier. Das ist er doch. Wo ist sie? Wir sind doch alleine, oder? Sind wir doch allein? Haben wir es uns eingebildet?
Wer hat dann die Rakete gesteuert? So ging es mir damals in Österreich. Ja. Aber so hast du Selbstständigkeit gelernt. Ich glaube, manche Jugendliche wissen gar nicht, was das ist. Habe ich so das Gefühl. Und damals musstest du halt alles selber machen. Wäsche waschen. Aber wusste ich zu Hause nicht. Habe ich das erste Mal hier gemacht. Habe ich gleich mal falsch gemacht. Ist mir irgendwie. Ich pass auf, das erzähle ich euch noch. Und hallo Burgi. Hallöchen. Und zwar, das erste Mal oder die ersten Male Wäsche waschen. Ich hatte ja so keine Ahnung davon. Habe ich mit Weichspüler gewaschen. Weil ich das halt nicht verstanden habe damals. Und dann irgendwann kam mal jemand. Weißt schon, dass man Waschmittel benutzt? Hä, ist doch Waschmittel. Nee, ist Weichspüler, macht die Wäsche weich. Gott. Ach so. Ja, keine Ahnung. Es war halt so. So habe ich Wäsche waschen gelernt. Ja. Das war toll. So ist es, Falkenwolf. Bist du in einem anderen Kontrollraum? Auf diesen Trick fahre ich nicht rein. Ich glaube nicht, dass es sie gibt. Ich glaube es nicht. Wenn sie so lange eingesperrt ist, von was ernährt sie sich denn dann? Ich glaube nicht, dass sie da ist. What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? Ja. So you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it needs a memory tube. Huh. I wonder what that's for. See if you can find one lying around. Wir haben auch schon, ich glaube, wir haben schon eine Kapsel gesehen. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Parfüm duschen statt Seife. Ja, aber wenn du es halt nicht gar nicht weißt, ist halt. Man lernt mit der Zeit. Ach Gott, ich war so jung. Ich habe eine Erinnerungskapsel. So, die bringe ich dir jetzt. Bogi, wie geht's dir denn? Letzter Fehlerbericht wird hergestellt. Bunker, Gesellschaft, Hauptrechner, okay. Das hatten wir auch ganz am Anfang, diesen Bildschirm, ne? Gefahrenstufe kritisch, Systemeinstellung militärisch. Was? Moment. Entwaffnung der Eindringlinge höchst wichtig. Evakuierung von Zivilisten empfohlen. Evakuierungsszenario. Gefahr, Gefahr. Wo das Wochenende ist, stressige Woche. Dann entspann dich jetzt erstmal ordentlich.
Ist die Dominika, ist das unsere Mutter oder Schwester oder so? Ja, bitte? Ah, da haben wir es, Agrarsystem. Das haben wir uns ja letztens gefragt, wie sie das wohl machen. Wächst Weizen und so weiter. Erledigt die Maschine, jetzt wissen wir es. Ich würde gerne wissen, was der da auf Russisch sagt. Oder Polnisch. Eins von beiden. Die Maschine berechnet jetzt quasi, wenn ich es richtig gelesen habe, wie der Kampf an der Oberfläche endet. Oder? Wow. 81% Verlust, dafür hast du. Ach, Scheiße. Ablenkung, Lüftung abschalten und Öfen überhitzen. Verlustrate 35. Es geht mir zu schnell. Ich will das lesen, ich kann nicht lesen und. Oh. Schnelle Entscheidungen treffen. Das funktioniert nicht. That was pretty horrific. Yeah. It's like the bunker was trying to defend Ja. itself. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Ist richtig. Ich glaube, Did what end? the war. der Krieg Did zu the war Ende. end? I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So, what was it like where you came from? Es war kalt. Es war kalt und leblos. There's no one out there. Everything is dead. Das glaube ich ja tatsächlich, ne, dass es That's wirklich keinen mehr gibt. Dass die sad alle to in hear. irgendwelchen Bunkern leben, falls sie noch So, leben. what do we do now? now? I have access to the control system in this area, and I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie der Computer ist und es nicht realisiert, entweder dass sie es nicht realisiert, dass sie ein Computer ist, dass sie das irgendwie so hingedeichselt haben technisch, oder dass sie uns halt voll verarscht und sie weiß, dass sie ein Computer ist und sie uns dann töten will. So, das ist meine Theorie. Weil der Bunker, so wie wir gerade mitbekommen haben, hat sich ja selbst verteidigt. Und wir sind quasi ein Eindringling. Könnte ich mir vorstellen. Ob es so ist, werden wir rausfinden. Aber ich glaube nicht, dass das eine Frau ist, die am Leben ist. Nee, will mir nicht so in den Kopf. Hier, Schmiede oder? Boah, Junge. Ja, das glaube ich auch. Dass es noch intakt ist, ne?
Auf der Ebene ist es recht warm. It's a dead end. What? There's no way to keep going. According to my map, there should be a pipe there. It leads directly to the living area. Oh Gott, wir kommen in die Wohnbereiche. Oh Gott. Expect me to jump? Listen, I wouldn't have let you here if I didn't think you could do it. Is that really the only way down? I'm afraid so. From this part of the bunker, at least. You trusted me once. I just need you to trust me again. That pipe is part of the cooling system for this forge. There's a small reservoir at the end that should soften your landing. At least there should be. Ich hab Angst. Man darf ruhig zugeben, wenn man Angst hat. You saw the world outside is lifeless, right? So what? So even though it's an empty, unforgiving place, you survived. You are a fighter. You can do it. What will happen if I don't jump? Have you ever felt helpless? Ja. You have no control over the things going on around you. Like you have to just accept whatever happens next. No matter how painful it is. Things don't have to be like that this time. You're in control now. So, to answer your question, if you don't jump, there's a chance you'll end up asking yourself what if. And that's an awful feeling. Okay, I will do it. I will jump. Er hat uns erst schnell überzeugt. Na gut. Ah, ja. Volle Lotte springen. Und los. Yeah. Ups. Verhandeln. Okay, hier unten ist wieder. Nee, ist kein Eis. Wir kommen jetzt in die Wohnräume, hat sie gemeint, ne? Ich glaube, das könnte auch hart werden. Sind auf Ebene 3. Gesellschaft. Vielleicht wird es auch nicht so hart. Oha! Damit du auch ja nichts vermisst, ne? Wenn du unter der Erde lebst. Da drüben ist dann wahrscheinlich Agrasis.